Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Fiesta Online Video auf dem Server Esel. Ja, heute ist es endlich mal wieder an der Zeit, mir die Shops anzuschauen. Ich möchte mal wieder ein paar Schnäppchen einkaufen, damit ich mal wieder mehr verkaufen kann. Denn wie ihr sehen könnt, ist mein Inventar ziemlich leer. Und genau, außerdem gebe ich euch natürlich ein paar Tipps, was die Wertbestimmung von Items in Fiesta Online anbetrifft. Und genau, der rote Teppich wurde hier auch ausgerollt. Ich weiß zwar nicht, warum da oben und nicht hier, aber naja, ist schon okay. Außerdem habe ich hier einen Besucher bei meinem... Okay, das sah eben komisch aus. Ein Besucher hier bei meinem Lieblingsplatz. Ein ziemlicher Swagboy, würde ich sagen. Der hier ein paar Songs am Singen ist. Und genau, zu meinem Inventar, es hat sich nicht viel verändert. Im August, Ende Juli war ich relativ wenig unterwegs, was Verkaufen anbetrifft. Das lag aber auch tatsächlich daran, dass ich nicht mehr so viel zum Verkaufen gefunden habe. Hier sowas ist ungefähr 2 Gem wert. Das dürfte hier so 1 Gem wert sein. Das sind auch die einzigen interessanten Sachen in meinem Inventar. Deswegen muss ich jetzt endlich unbedingt mal wieder schauen, ob wir hier was finden können. Heute bin ich auch ein bisschen früher unterwegs, denn ihr kennt ja mein Sprichwort. Der frühe Vogel fängt das zu günstig in den Shop gestellte Item. Ich frage mich, ob ihr gerade das Mausgeräusch hört, weil ich scroll gerade und das hört sich so übelst laut an, aber wahrscheinlich nicht. So, schauen wir mal. Noch ein Tipp in nächster Zeit oder eine coole Nachricht für Angelfreunde von euch. In nächster Zeit wird wahrscheinlich mal etwas Angel-Content auf meinem Kanal kommen. Ich habe ja vor ein paar Jahren mal meine Kunstködersammlung vorgestellt und das haben einige von euch schon gefeiert. Bloß dann kam irgendwie ewig nichts mehr davon, ist mir gerade so aufgefallen. Oh, die sind mehr wert, die kann man für so 20 bis 30 verkaufen, muss ich mir merken und mir dann gönnen. So, zurück zum Thema, also die werde ich mir hier gleich gönnen. Zurück zum Thema Angeln. Genau, alles Mögliche werde ich da mal ja, schauen, was die Leute so interessiert und dann dementsprechend was hochladen. Es wird vermutlich an Mittwochs kommen, müssen wir mal schauen. Und Fisi könnte ich wahrscheinlich auch wieder jede Woche hochladen, aber schauen wir mal, Leute. Ja, ich brauche hier nichts versprechen, sondern das seht ihr dann ja in der Upload-Box oder wie das heißt. Gut. Petri Raimi würde ich sagen. Wisst ihr, was ich feiern würde? Wenn es Skins für Raimis geben würde, ja? Dann würde ich mir nämlich einen Angler-Raimi-Skin kaufen und jetzt denkt ihr euch vielleicht, hey, was hat ein Steinbock mit Angeln zu tun? Und darauf kann ich nur entgegnen, Raimi. So, da wir relativ früh unterwegs sind, ist hier noch nicht so viel angeboten. Wow, da ist sogar ein Raimi. Lol, früher gab es die plus 5 zu so einem Preis. Was ist denn hier los? Mein lieber Schwan, ich kann es nicht fassen. Voll der typische Let's Player, der so übelst übertrieben reagiert geworden, ey. Meine Güte, ich halte nicht auf. Raimis sind echt teuer geworden. Pyrotechnikus, der mag wohl Feuerwerkstuff. Eben wollte ich meinen Let's Play anfangen und dann stand da so ewig lang irgend so eine grüne Schrift und ich habe dann so ein bisschen gewartet und Alter, nach einem Jahr war das immer noch nicht weg. So, dann starte ich eben diese Aufnahme und steht da wieder irgendwas Grünes. Also auf jeden Fall Glückwunsch an was immer Grünes da stand. Wahrscheinlich hat wieder jemand ein Level abgemacht oder something like this. Und genau. Was haben wir hier denn noch Schönes? Also hier waren wir heute echt schnell durch, obwohl ich hier beim Scrollen so gedacht habe, hey, das sind voll viele Items. Und da habe ich doch gemerkt, das sind gar nicht so viele. Dann kann ich mir auch gleich direkt, dann kann ich mal dokumentieren, wie man sich ein Item kauft. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann klicken wir nämlich hier auf im Shop suchen und oh, diese Stiefel des Mangels sind schon wieder ausverkauft. Das ist natürlich ärgerlich, Leute, aber daran kann ich jetzt auch nichts ändern. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr so kurz vor dem Niesen seid, aber nicht wollt, dass ihr niest? Das habe ich gerade. Das ist irgendwie so ein bisschen nervig. Ich kann es spüren, es geht gleich los. Ich will jetzt nicht ins Mikro niesen, ich werde da mal wegniesen. Vielleicht finde ich... Sorry.
Vielleicht finde ich hier noch irgendwas Spannendes. Der hat ganz okay aus, aber ist nicht so viel wert. In Sachen nicer Pricer sieht es halt auch nicht so vielversprechend aus, Leute. Da war wieder ziemlich viel überteuertes. Oh, ein Raimis-Trank. Das ist ja ein cooles Item. Feiere ich auf jeden Fall. Warte mal. Die hier ist die Mehrwert. Zwei Sockel ist immer gut bei 70er Blues. Das könnt ihr euch merken. Yay, doch was gelernt in der Folge. Aber die könnte man für 1,2 Gem tatsächlich verkaufen. Bloß das ist ein bisschen langfristig zu sehen, weil es dauert ewig, ehe ihr eine, die nur 4 aus hat, verkauft. Trotzdem könnte man da ein bisschen Gewinn machen, aber ist jetzt nicht ganz so das, nachdem ich suche. Ich sollte vielleicht auch nochmal erwähnen, wenn ihr An- und Verkaufen macht, schaut doch immer auf den Schreitchat, da also im direkten Gespräch bekommt man Sachen häufig erstaunlich günstig im Vergleich zu diesen Shops. Hier ist meistens, generell müsst ihr wissen, hier ist eigentlich fast alles zu teuer drin gestellt, weil die Leute halt auch annehmen, okay, hey, vielleicht verhandelt jemand noch was. Oder manche Leute denken, wenn du ein Item jahrelang in den Shop stellst, kauft es irgendwann sowieso irgendjemand. Und teilweise stimmt das auch. Naja, gut. So, dann hoffe ich auf jeden Fall sehr, dass euch diese Party-Episode hier gefallen hat. Eine fliegende Partykugel. Wir sehen uns beim nächsten Fisi-Video und vielleicht auch beim nächsten Angel-Video. Ich würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.